Der nächste Schritt in unserem Projekt ist, Tiefe und Struktur in unser Bild zu bringen. Dazu nutzt Jürgen heute zwei unterschiedliche Werkzeuge. Zum einen sogenannten Pear Shader, eine spezielle Sorte von Punziereisen. Diese haben diese typische Tropfenform. Und zum anderen eine Reihe an Modellierwerkzeugen. Mit diesen beiden Tools formt er das feuchte Leder. Tiefe Stellen werden heruntermodelliert und Rundungen zum Beispiel nachgeformt. So bekommt unser Motiv eine starke dreidimensionale Wirkung. Ihr werdet sehen, dass gerade diese Schritte extrem wichtig sind auf dem Weg zum perfekten Ergebnis. Nachdem jetzt die Camouflage-Schläge im Prinzip gemacht sind, kommen wir ans Pear-Shaden. Das heißt also, die Wellen im Blatt werden jetzt etwas mehr ausgedrückt oder angedrückt. Dafür gibt es verschiedene Ausführungen von Pear-Shadern. Pear-Shader ist im Prinzip sehr oft gebraucht, gerade jetzt in der Western-Floral. Und die gibt's halt auch in gecheckert, in glatt. Ich habe hier quasi einen halben Eimer voll mit längs gestreiften, quer gestreiften, großen, kleinen, whatever. So, ich habe mich jetzt für die gecheckerte Variante entschieden und suche mir jetzt hier gerade mal einen etwas größeren Tropfen aus für die Blattteile. Wenn man jetzt hier mit einem zu kleinen Pear Shader anfängt, dann hat man eine starke Markierung drinne und mit dem großen bekommt man erstmal schön etwas Fläche verteilt. Und es geht ja jetzt hier drum, die unterhobenen, diese Welle hier zum Ausdruck zu bringen. Deshalb schlage ich die ja mal überhaupt nicht runter, sondern gehe jetzt hier hin und betone die Höhe. Ich setze mal ein bisschen von der Seite mehr an. Einfach, indem ich dann hier die tiefen Stellen, meist sieht man es ja auch auf den Vorlagepattern, wie es auslaufen soll, und gebe denen die Betonung. Man sieht hier schon, der mittlere Kanal kommt optisch höher. Das wird natürlich nachher noch weiter ausgearbeitet, aber ich arbeite erstmal mit dem großen die passenden Flächen weg. Gehe ich hier nochmal mit einem etwas breiteren Pear Shader rein und gehe hier nur mal ganz kurz die Kante nach, um die halt auch noch etwas zu vertiefen, damit der Überwurf noch schöner rauskommt. Das ist einmal hier an der Stelle und auch einmal hier unten im Ansatz etwas, wo die Vertiefung kommt, und die Spitzen hier oben. So, dann bin ich mit der Blüte für zum Pear Shaden durch. So, die Hauptstellen, die also bei mir jetzt mit dem Pear Shader bearbeitet werden, die habe ich jetzt. Jetzt kommt das Ausarbeiten der einzelnen Blätter noch an die Reihe. Dafür mache ich das noch mal ein klein bisschen nass. Immer wieder dran denken, auch der Rahmen. Wichtig ist, den Rahmen nass zu machen, weil das Leder trocknet von außen nach innen. So, nachdem das Material auch schön gecased ist, also schön weich wieder gemacht ist, das muss man zwischendurch immer machen. Das sieht man jetzt vielleicht auch im Film nicht, aber ich mache das in der kurzen Drehpause immer wieder, dass ich das nochmal was einnässe. Das soll nicht, wie gesagt, sicke nass sein, sondern halt feucht. Jetzt sieht man hier auch die Arbeit mit dem Modellierer. Durch leichten Druck jetzt hier schon bekomme ich hier schon eine schöne Prägung rein. Und die führe ich jetzt hier erstmal an meinem Kanal lang, weil das ist auch grob jetzt erstmal. Und arbeite hier quasi den Tropfen raus, dass die Erhöhung schön stehen bleibt. Gehe jetzt hier nochmal mit einem kräftigeren etwas nach, um die Fläche zu glätten, weil ich möchte ja einen Schwellstrich hier sehen und nicht einfach nur eine eingedrückte dünne Linie, weil die bringt nichts. Das kann ich zu dem Kanal hier schon etwas abrunden. Und zum Ansatz, weil dieses Blatt unter dem Blatt verschwindet, auch hier etwas extremer modellieren, so dass man meint, es kommt von der unteren Blattkante heraus. Das gleiche ist jetzt hier mit dem Gegenstrich. Das geht bis in die Blattspitze. Und wenn das Material gut gecased ist, lässt sich das wunderbar rausarbeiten. Und laufe jetzt hier an der Rückenlinie lang. Das verschwindet im Hintergrund. Größere Kugeln nochmal zum Glätten. Und zum Ausgleichen nochmal etwas
abnudeln von der Oberfläche. Auch mal jetzt hier die Außenkanten mit bearbeiten. Weil eine leichte Facette hier an den Kanten sieht nachher schöner aus als wie irgendein Wellensalat. Hier kann ich nochmal richtig die Rundung schön einmodellieren. Mit wenig Druck geht das perfekt. Und natürlich hier unten der, das ist zu dieser äußeren Ecke, geht bis hier unten unter das Blatt und die natürlich auch. Die verschwindet jetzt hier unter dem Rahmen, aber da kommt es wieder raus. Und das ist auch mit zu bearbeiten, weil sonst fehlt da optisch halt irgendwo was. Und wenn es nur eine kleine Kante ist, wie man hier auch sieht, aber sie kommt zur Wirkung. Gleich hier auch die Außenkante wieder leicht bei. Das Material ist weich wie Kaugummi und lässt sich super schön schieben. Jetzt kann man auch hier schon mal ein ganz klein bisschen nochmal die Rundung nacharbeiten. Und man sieht, auch dieses angeliftete Loch kommt jetzt zur Geltung. Und dieser Abschnitt ist fertig. Das gleiche wird jetzt quasi ein paar Mal wiederholt, weil diese Teile doch alle im Endeffekt irgendwo gleich sind. Weiter geht's am nächsten Blatt. Fange auch hier wieder in der inneren Rundung an. Muss man nicht, kann auch außen anfangen, gibt es keine Regel für. Und arbeite mich mit dem Schwung hier, mit dem Schwung des Blattes nach unten. Wenn ich hier schon ein paar Mal nur leichter drüber gehe, sieht man schon den sauberen Imprint. Das reicht beim Modellieren. Hier ist der Kanal etwas schwächer, weil es hier unten einläuft. Deshalb mache ich damit jetzt Stopp und gehe schon in die Drehung und hole mir den erstmal die Spur ein bisschen vorlegen mit dem etwas kleineren zur Kante hin Schärfe schon reinbringen. Alles abrunden, das nie vergessen, weil es sind ja runde Teile und keine eckigen Schubladenkästen, die da oben drauf liegen. Und das alles geht jetzt mal erstmal nur mit einer Kugel. Da braucht man kein mega teures Tool oder was ganz Bestimmtes für. Das geht also mit den einfachsten Sachen. Ob ich jetzt hier einfach einen Tonmodellierer habe oder was auch immer. Ihr seht, das geht. So, runde hier auch wieder die Oberflächen ab. Innenkante, Außenkante. Und gehe hier nochmal in die Kanäle mit rein und hole die etwas weiter vor. Runde die Kanäle etwas mit aus, sodass also der Überwurf auch richtig schön zur Geltung kommt. Durch dieses Knautschen und Schieben hier kann ich auch ein etwas krumm gewordeneres Blatt oder eine Blattspitze, die einem vielleicht vom Schneiden her nicht so gelungen ist, wieder schön mit nach außen treiben. Man sieht, das hier geht also einwandfrei. Ist wie im Tonarbeiten. So, hier unten geht der Stamm in den nächsten rein, also drücke ich auch hier wieder etwas Kanal rein, um halt das Blatt ein bisschen unter das Blütenblatt laufen zu lassen. Größeren nochmal nach, um es zu glätten und von außen nicht vergessen. Nachschieben. So, dann haben wir jetzt noch die zwei Überwürfe von den Blättern. Hier wieder genau das Gleiche. Das ist eigentlich auch immer das Gleiche. Ob da jetzt 10 oder 20 Blätter sind mit Überwurf, das ist halt nur ja Masse oder weniger Masse zum Wegarbeiten. Aber vom Prinzip, vom Machen her, sind sie alle gleich. Auch hier wieder, das Blatt geht unter das Blatt, also arbeite ich hier den Eingang zum nächsten Blatt, also den Unterlauf, etwas tiefer. Hier werden die Teile kleiner, sind auch schneller fertig dadurch. Schön abrunden.
Innenkante nicht vergessen. So, und gleich hier rein. Hier haben wir ein bisschen mehr Volumen. Weil wenn ich das jetzt mit der Kugel vorgearbeitet habe, kann ich da gleich nochmal eben mit dem Pier-Shader auch reingehen und kann das noch ein klein bisschen konzentrierter ausarbeiten. Nur in der Pfanne dann. So, hier wieder schön zur Mitte gearbeitet, die Rundung vom Handgelenk wieder mitgenommen und auslaufen lassen erstmal. Die Innenrundung mit nachgearbeitet, so, und die Außenrundung. Ich hoffe, man sieht auf dem Video durch die schräg gestellte Lampe, die bei diesem Arbeiten natürlich auch wichtig ist, dass man Schräglicht bekommt, weil ohne das Schräglicht sehe ich überhaupt gar nicht, was ich hier überhaupt tue. Und so sieht man seine Form halt schöner kommen. Und kann natürlich dann auch dementsprechend sauber das Relief glatt arbeiten. So, und hier geht es wieder unter das Blatt. Also auch schön hier unten betont aus dem Stängel rausarbeiten mit Schwung und Rundung und das gleiche natürlich auch hier. So, Außenkanten glätten und fertig ist der Vorgang. Jetzt haben wir hier noch den dritten Überwurf. Gleiche auch nochmal. Der geht auch hier unter das Blatt noch mit drunter. Ansatz etwas mehr ausarbeiten. Und fertig. Da haben wir noch einen. Das ist eine schöne Mischarbeit zwischen Zwiffel, Punzier, Tradition, Pier Shader, Thumbprint, Camouflage und alles, was man benutzt, mit halt Tools auch. Diese L. Stoneman hat auch schon mit Modelliertools gearbeitet. Natürlich nicht so extrem, wie man es vielleicht heutzutage macht. Aber ich denke mal, diese Generation hat auch ganz andere Leder und hat zumeist auch in Sätteln oder zumindest in dickeren Leder gearbeitet. Und da war es halt einfacher, halt auch mit den vorhandenen Tools zu arbeiten, wie mit dem Pier Shader, schlanke Pier Shader. Aber das sind jetzt hier Methoden, wenn man das gerade mal nicht zur Hand hat, hilft so ein Modelliertool natürlich dann immens. So, eins haben wir noch. Das Punzierleder lässt sich also im feuchten, gecasten Zustand formen wie Ton. Und das Allerbeste daran, wenn es dann getrocknet ist, behält es diese Form. Verblüffend, oder? Pier Shader und Modellierwerkzeuge haben wirklich verblüffende Arbeit geleistet. Im nächsten Teil werden letzte Details angebracht. Mithilfe des Swivel Knives setzt Jürgen letzte kleine Schnitte, die sogenannten Deko-Cuts. Schaut rein. Ich hoffe, auch diesmal waren ein paar nützliche Tipps und Tricks dabei. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr dieses Video liken würdet. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr es jetzt nachholen. Für heute erstmal wie immer danke fürs Zuschauen. Bis bald.